Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom FM 23 mit dem VfL Bochum und dem extrem wichtigen Sieg gegen Werder Bremen im letzten Spiel. Und noch wichtiger ist eigentlich unser nächstes Spiel. Jedes Spiel ist wichtig, aber wir spielen jetzt gegen Schalke. Nicht nur, weil das ein Revierderby ist, Nachbarschaftsduell, aber auch ein Duell in der Nachbarschaft in der Tabelle, wie man ja sieht. Wir sind 15. mit 20 Punkten, Schalke 14. mit 20 Punkten. Also, wir spielen zu Hause. Ist und bleibt wichtig. Wir wollen den Schwung nach dem Sieg in Bremen, die wir natürlich damit hinter uns gelassen haben, auch extrem wichtig war das. Den wollen wir mitnehmen. Die Spiele, die noch danach waren, Köln gegen Wolfsburg 1 zu 3 und am Sonntag spielten Freiburg Leverkusen 2-0, Bayern gewinnt gegen Union Berlin 6-0, Hoffenheim verliert gegen Darmstadt, sag ich schon, gegen Dortmund 1 zu 3 und Leipzig gegen Frankfurt 0 zu 4. Hoffenheim verloren, Union verloren, wir haben selbst Bremen besiegt. War ein guter Spieltag für uns. So muss es am liebsten jetzt weitergehen. Am Freitagabend spielen wir direkt das Spiel gegen Schalke. In der Woche ist nicht viel passiert, außer dass sich Soares auch noch verletzt hat, beziehungsweise ist krank. Ne? 7 bis 8 Tage Grippe fällt er aus. Das ist natürlich auch nicht gut, steht also für das Spiel nicht zur Verfügung. Da er Jannes Horn auch verletzt ist, haben wir gar keinen Linksverteidiger auf einmal. So geht das so schnell. Ne? Wir gucken mal, wie wir das lösen wollen gemeinsam. Erstmal nochmal schauen, was alles so hier noch war in der Woche nämlich eigentlich gar nichts. Jetzt mal die Vorausschau oder was die Leute so erwarten. Ein Remis wird erwartet von beiden, aber ein Sieg ist auch möglich. Also von daher, diesmal sind sie schon ein bisschen optimistischer, was auch völlig zu Recht ist. So, das ist der Fitnesstest. Wichtig in dem Fall, weil Jordi Osei-Tautu eine gute Option für die linke Seite ist. Kann aber eigentlich nur 45 Minuten spielen. Uns bleibt aber jetzt nichts anderes übrig. Wir haben auch in der U19 geschaut, da ist aber jetzt keiner, der uns weiterhilft, sodass wir auch einen Platz freilassen auf der Bank, der Situation geschuldet. Pardo ist auch zurück, immerhin auf der Bank, aber auch er kann nur 45 Minuten spielen. Alles etwas unglücklich. Wir schauen uns Schalke an, wie Schalke aktuell so auftritt. Also dynamisches Kontern ist bei denen eingestellt in einem 4-2-3-1-System. Von den Spielern Terodde mit 10 Toren eine Vorlage. Aidin nichts wirklich, Flore 5-2 und Bülter 4-4. Ja, gucken wir mal kurz über die Außen hier noch. 0-2 und Euvojan 3-3. Also, so ungefährlich sind sie definitiv nicht. Ausgeglichen und seltenes Pressing. Und hier schauen wir uns auch mal diese Statistiken an, die zusammengestellt wurden. Im Passspiel zum Beispiel haben sie eine etwas bessere Passquote mit wie wir und versuchen das auch ein bisschen häufiger. Sagt uns jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, finde ich. Hier, die erlittenen Fouls pro Spiel, da sind sie allerdings Spitzenreiter. Also keiner wird mehr gefoult wie der FC Schalke. Und Dribblings pro Spiel, da sind sie auch im oberen Drittel. Also auch gar nicht so verkehrt. Die allgemeine Leistung, dort ist es so, dass sie in den Expected Goals der Gegner stärker sind. Heißt aber eigentlich ja negativ, oder? Verstehe ich das hier falsch? Naja, Schüsse pro Spiel ein bisschen besser. Das ist alles ziemlich ausgeglichen. Ja, Gegentore pro Spiel noch ein bisschen mehr. Ja, so sieht's aus. Dann gehen wir mal rein in die, ja, Rumpfelf will ich es nicht nennen, aber es ist schon ein bisschen schwierig, gerade auf der Bank letztendlich. Ausverkaufte Hütte im Ruhrstadion, da freuen wir uns natürlich immer drauf, aber ihr seht es jetzt hier, ein Platz ist frei, wir haben niemanden mehr, den Teuter nochmal, einen zweiten Teuter mitzunehmen, der aber auch nicht hundertprozentig fit ist, macht auch keinen Sinn. Die beiden gesperrten Stöger und Goretzka kommen im nächsten Spiel wieder, ist dann mal in diesem Spiel so. Was die Verletzten angeht, müssen wir warten. Ansonsten habe ich mir die Aufstellung, ja, noch nicht so angeguckt. Das machen wir jetzt zusammen. Holtmann ist jetzt, ne, und Angie Ache fehlt ja auch auf der rechten Seite, also ist alternativlos, sagen wir es mal so. Lo Sila habe ich für Goralski gebracht, der auch als Abräumer gut spielen kann. Das gucken wir uns auch nochmal zusammen an. Da hat er schon die Werte, die wir brauchen. Auch die Aggressivität, die hier nicht zum Geltung kommt, die für mich aber trotzdem wichtig ist, ist da. Also, erfahrener Mann wird definitiv mitspielen. Hofmann und Zoller, da ist jetzt die Überlegung, ob wir Musset bringen, nachdem er das Tor gemacht hat. Hofmann war ein bisschen unauffällig. Oder wir lassen ihn halt wieder von der Bank kommen. Ich meine, 3 Tore hat Hofmann ja auch schon. Also ich würde es auch erstmal so lassen. Und in der Verteidigung bringe ich wieder Gamboa für Janko, der ja natürlich noch nicht so eingespielt ist. Kann er natürlich auch nicht werden, wenn er nicht spielt. Aber in dem Fall würde ich es so lassen. Und Osei-Tautu, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben eigentlich keine andere Wahl. Wenn man hier so drüber guckt, haben wir keinen weiteren Linksverteidiger. Wir können es natürlich da mal mit Janko einfach versuchen. Ja, was hat er denn mit seinem linken Fuß? Wollen wir einmal gucken. Schwach. Ja, okay. Das ist bei Osei-Tautu zum Beispiel passabel, auch wenn er Rechtsfuß ist. Also von daher stellt sich das mehr oder weniger selbst auf. Gonzales
Da könnte ich auch mal kurz gucken, den kenne ich ja noch gar nicht so genau, ob er auch einen Linksfuß hat. Ne, auch schwach. Ja. Ort jetzt wird im Team bleiben mit Oermann zusammen da hinten das Ganze bilden. Übrigens, Oermanns Entwicklung ist okay, kann besser werden. Er hat aber insgesamt jetzt 12 Bundesligaspiele auf der Rippen. 6,6 aufgerundet in der Durchschnittsnote, darf auch besser werden. Auf jeden Fall ein Talent und das fördern wir hier auch. Ich hoffe, dass uns das auch mal zugute kommt. So, wie spielen wir taktisch? Auf jeden Fall bleiben wir erstmal bei ausgewogenen. Ich denke mal eher Richtung kontrollierte Geschichte, denn wir haben das Heimspiel und wir wollen die 3 Punkte. Schalke wahrscheinlich auch, interessiert uns aber nicht. Wir werden hier auch nichts anders machen. Ich denke, dass das ganz gut klappt. Gegen Pressing und so, hier ist auch alles okay. Und hier finde ich es auch völlig okay. Wir würden das Pressing auch würden das Pressing auch so lassen, wie es ist. Wir gucken mal auf den Gegner. Obian war noch ein bisschen stärker. Schwolo mit 6,7 in der Durchschnittsnote. Kann man vielleicht auch mal ein bisschen auf den schwachen Fuß zwängen, wenn er überhaupt einen hat. Machen wir einfach mal. Okay, so schaut's aus. Vielleicht, ich gucke nochmal, ja, die spielen ja auch über Außen. Wäre übrigens die Option, nicht Flügelverteidiger, sondern Außenverteidiger einzustellen. Wäre aber etwas defensiver und das wollen wir in dem Spiel ja nicht. Ich denke jetzt eher, dass zum Beispiel so ein Holtmann mal auf Angreifen geht, damit wir da vorne nochmal das Zeichen setzen und dementsprechend auch Hofmann. Dann hat sich das nämlich hier besser dargestellt. Hat übrigens auch den Balken ein bisschen verbessert. Ja, dann machen wir es so. Daumen drücken für das Spiel gegen Schalke. Auch das wäre ein, ja, natürlich keine Entscheidung, aber es wäre ein Meilenstein. Es wäre extrem wichtig. Mit konkreten wie Bremen haben wir gerade schon ein bisschen in die Schranken verwiesen. Wenn das mit Schalke noch gelänge, genial. Mal eben kurz lesen. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht mit der Heimform. Ich glaube an dich. Gut. Aussicht zu tun, ist motiviert. Gut. Hinein ins Spiel. Ein Mann weniger auf der Bank. Aber jetzt auch nicht so dramatisch. Natürlich hätten wir gerne alle Optionen zurück, die wir im Kader haben. Bringt aber nichts, das Meckern. Wir spielen in unserem blauen Trikots die Schalker in Weiß. Das war im Hinspiel, wie ihr euch erinnern könnt, andersrum. Wobei ich nicht weiß, waren wir da in hellblauen? Kann auch sein. Förster jetzt gelb, wir bleiben beim Spiel. Andere ist uninteressant. Das bearbeiten wir. Vandenberg kriegt auch gelb. Der Schiedsrichter, Sven Lablonski, packt direkt gut durch hier. Stehen sehr offen, ne? Also sehr hoch, sagen wir es so. Sehr schön von Losila und Gamboa, der mit nach vorne geht und es versucht. Ja, der war doch nicht schlecht. Gute Aktion von Christian Gamboa, unser Mann aus Costa Rica. Hülter sieht auch gelb. Oh, 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 da sind wir offen. Aufpassen. Abgefälscht, Ecke.
nötigen sie nochmal vor der Pause. Es wäre ja auch wichtig, da nochmal einen zu versenken. Vielleicht jetzt, Holtmann. Ui, das war Hofmann, knapp vorbei. Guter Ansatz. Aber relativ ausgeglichen das Spiel von allem. XG-Schüsse, Ballbesitz, die Pässe auch. Hofmann, ich wollte gerade sagen, er kann den Ball, den Kopfball gewinnen. Wenn da Zoller gefunden wäre von ihm, wäre es besser als der Torhüter. Aufpassen, aufpassen vor der Pause. Komm on. Osei Tutu. Ja, macht das vernünftig. Als Rechtsfuß da. Katastrophenpass. Bülte, aufpassen. Und da ist es. Katastrophenpass von Hofmann. Das sehen wir wahrscheinlich jetzt nochmal in der Wiederholung und dann gehen wir in Rückstand. Hier Hofmann will zurückspielen, aber da steht hier Rodde. Der spielt super auf Bülter und dann können wir ihn leider nicht mehr bremsen. Sehr guter Schuss. 1-0 Schalke. So wollten wir das nicht vor der Halbzeit. Ja, das Ausgeglichene endete dann nachher doch im Gegentor, aber Abschlüsse müssen unbedingt besser werden. Deswegen, wir gehen auch etwas in die kontrollierte Offensive. Wir müssen mehr tun. Und da die das etwas höher angehen, gehen wir vielleicht auch etwas kürzer oder direkt in länger. Wenn wir dann das wieder rausnehmen, das hat uns nämlich eigentlich eher vertraut, hat ein bisschen zurückgemacht. Versuchen wir das damit erstmal. Denke ja, Osei Tutu hält noch durch, obwohl 45 Minuten nur angeht, aber wir haben ja eh keine andere Wahl. Boah, ich bin unzufrieden. Förster, pass auf. Und Philipp Hoffmann bringt das wieder in Ordnung. Jetzt schien er ängstlich. Wir warten mal noch eine Viertelstunde, dann ist Musse sicherlich die Option. Zoller, sehr schön. Hoffmann, Asano. Ah, der passt dann auf Zoller in den Raum, wäre es gewesen. Durch die Bälle da. Ich wollte eventuell doch im Zweikampf mehr tun, aber wir warten noch mal. Ja, ich denke es nur und schon kriegen wir gelbe Karten. Wie soll das dann enden, wenn ich es abändere? Sitzen locker die gelben Karten beim Schiri. Ach so, wunderschön gemacht, Hofmann, aber das war auch wieder nicht genug. Ist den Ball drücken, Junge. Soll er heute aber auch nicht wirklich zu sehen und ist auch kaputt. Da ist er aber mal, komm. Hol die letzten Kräfte raus. Gamboa, Hofmann, da ist er. Ausgleich. Philipp Hofmann. Da hat er seinen Fehler wieder gut gemacht. War ängstlich, aber hat dann doch geholfen, die Ansprache. Schöne Flanke übrigens von Christian Gamboa. Und dann im Rückwärtslaufen dann geköpft. Sehr schöne Aktion. 1-1. Das war schon mal wichtig. Da
Zoller jetzt kaputt ist. Er war die Option, Musse für Hofmann zu bringen, aber jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt bringen wir Musse für Zoller. Was haben wir sonst noch für Optionen? Pardo, 45 Minuten war das, ne? Aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr so seine Position. Wir haben ihn ja eigentlich als Offensiven gebracht oder gekauft oder geliehen vielmehr. Da ist er so gar nicht mit zufrieden. Vielleicht nochmal ein Vorgeschobener oder sowas in der Art, aber ich würde es nochmal eben so lassen. Osterhage ist motiviert. Da weiß ich auch nicht, ob er das hier kann. Diesen Segundo Valente. Funktioniert ja so erstmal ganz gut, ne? Holt mal, was macht der eigentlich? 6-6. Nicht so wahnsinnig zu sehen. Ich möchte mehr davon sehen. Du hast getroffen im letzten Spiel. Nimm dir das auch mal vor hier. Ob wir jetzt auf kontrolliert offensiv gehen müssen. Auf einer Seite müssen wir was riskieren, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch hier nicht verlieren. Das ist auch klar. Oh, sehr schön gemacht. Hermann, Musse, komm, Förster. Da muss mehr Elan rein. Ich glaube, ich muss ihn echt rausnehmen, weil er einfach auch nicht mehr so in die Zweikämpfe geht, was wir jetzt gebrauchen. Komm, wir versuchen das mit Osterhage auf der Position. Können ja nochmal schauen, wenn wir Osterhage auf der Ball erobern, ist es auch natürlich möglich, dass wir uns hier dann dass wir uns so einstellen, das machen wir auch. Da ist kann er für mich nicht so gut, aber er soll trotzdem, wir gehen mal kurz rein, offensiv können wir nicht Spiel bereit machen, da mal über Holtmann vielleicht ein bisschen kombinieren. Der ist motiviert, das denke ich mal, könnte gut funktionieren. Wir müssen auf jeden Fall da die Zweikämpfe jetzt gewinnen. Holtmann ist übrigens auch kaputt, Asano beide außen. Da haben wir aber echt keine Optionen gerade. Müssen die Jungs durchhalten. Gut, dass der Schuss so schlaff war. Esser hat ihn. Nochmal ermutigen. Jetzt Freistoß Holtmann. Hofmann. Und ja. Dann ist der Ball da wie so ein Ping-Pong-Ball da vor der Torlinie. Schade. Mal kurz, wen haben wir denn da noch auf der Bank? Jetzt offensiv Müsel und Pardo. Jetzt ist auch der Tutu langsam knapp, aber da können wir auch nichts dran ändern jetzt. Defensiv möchte ich auf keinen Fall wechseln. Ich glaube irgendwie, wenn überhaupt noch an Hofmann da vorne. Also natürlich, er muss sie auch, aber an keinen der Einwechselspieler. Komm. Tut nochmal was. Wir machen nochmal Schießen bei Feuerbahn. Das hat ja sehr gut geklappt. Das hat übrigens Pardo gemacht, ne? Aber wie gesagt, da ist die Position jetzt gerade gar nicht da. Hier schnell fortsetzen auf jeden Fall. Das ist nochmal so eine Hoffnung für die 4 Minuten Nachspielzeit, die wir haben. Ecke, jetzt müssen wir eher aufpassen, dass wir nicht noch einen kriegen und das Unentschieden mitnehmen, weil das Spiel ist jetzt gleich rum. Was hat er da gepfiffen? Freistoß. Boah. Ist schon längst drüber, Leute.
Das war's. Immerhin haben wir den Punkt dann doch noch geholt. 10 zu 12, was die Schüsse angeht. 0-9 zu 0-9. Wie gesagt, schon ein ausgeglichenes Spiel. Ballbesitz auch schon verdient so. Aber rauskommen wir natürlich damit nicht. Aber wir gehen auch nicht weiter runter. Das ist das Einzige, was zählt in dem Fall. Das können wir nicht anders machen. Holtmann hat so grundsätzlich ganz gut gespielt. Hoffmann, Spieler des Spiels geworden. Musse nach Einwechslung so lala. Asano konnte auch schon mal mehr. Osterhader hat sich auch nicht aufgeboten. Angeboten, meine ich. Wir gehen wieder auf die Motivationsschiene. Jo, 1-1, damit beginnt der Spieltag. Übrigens, wenn natürlich Bremen gewinnt, gehen wir trotzdem auf Platz 16 zurück. Also, das kann immer noch passieren, aber wollen wir mal nicht hoffen und wollen wir mal abwarten. Auf jeden Fall, unser nächstes Spiel ist dann in Köln. Die sind aktuell 10. Auch noch so ein bisschen in Reichweite. Dann geht es gegen Frankfurt, die sind 8. Dann geht es gegen Stuttgart. Wiederum direktes Duell da unten. Und Union Berlin. Die wichtigen Spiele haben wir vor der Brust. Ich sage danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.